In Regen im Borischen Wald darf ich heute beim Messermachen dabei sein, bei Martin Engel. Der kocht auch gern. Wer kocht, braucht gescheite Messer. Grüß dich. Ja, was? Sind die Messer schon geschliffen? Nein, die müssen wir schmoren. Also. Ja. Na, hast du einen Holzhofer? Ja, da macht uns heute unser Schweinhaus drin. Schauen wir gleich, ob wir Scheidel nachlegen müssen. Und dann gehen wir einen Keller runter. Berufsmäßig arbeitet Martin Engel in einer Glasfabrik in Plattling. Aber daheim spielt sich's Leben zwischen Küche und Keller. Besser gesagt, mehreren Kellerräumen ab. Ja, ist ein wenig verwinkelt. Kennst du schon aus? Verlaufst du nicht, gell? Nein, ich bin daheim. Das ist eine Feile. Das ist eine alte Feile. Kann ich nicht schneiden. Nein, das ist nur die Feile im Ursprung und die müsste man erst weichklären und dann schleift man es da am Messer raus. Ja, du, aus dem da? So, die ist ja alles egal. Aber wir müssten erst noch zum Metzger gehen und müssten uns unser Schweiners holen, bevor wir da anfangen. Der Metzger hat gewisse Schweiners mit Schwarten, an der sich ein gutes, scharfes Messer bewähren kann. So, grüß dich. Ich brauche halt ein Wammerl und eine Schulter, weil wir uns ein wenig Schweiners machen. Ein Wammerl brauchst du schon, ja? Das schaut gut aus, das was? Nehmen wir. Ja, das da, das passt. Und eine Schulter hast du gesagt? Genau, das ist ja vorher da vielleicht. Das da? Ja. Da ist auch viel Druck, ja? Schwarten. Ja, da wird das Reindl schon voll, das nehmen wir. Ja, man braucht ja nicht viel Geld für Schweine. Salz, Pfeffer, ein wenig Kümmel, mehr nehme ich nicht her. Ja, braucht es ja nicht. Du bist ja ein Koch, gell? Ich hab Koch gelernt, ja. Aber du arbeitest nicht als Koch? Nein. Ich bin nach meiner Lehre bin ich zum Baras gegangen und da bin ich dann ein paar Jahre hängen geblieben. Und danach habe ich mir, da war es mir nicht mehr noch gekocht, da wollte ich dann immer am Wochenende und jeden Feiertag mich in der Küche einstellen. Ich leg das auf die Haut, da tun wir aber uns zuerst im Reindl ein wenig Wasser rein, dass unsere Haut schön weich wird. Das ist zwei. Schon ein Profi, oder? Ja, das passt schon mal. Ja. So, jetzt legen wir uns das auf der Haut rein. So, beide auf der Haut. Das schieben wir jetzt ungefähr für eine halbe Stunde in den Holzofen rein. Dann darf man die Haut einritzen. Ja. Und dann tun wir uns noch ein wenig Zwiebel und ein wenig Gelbrand dazu. Bis soweit ist, bleiben wir im Keller. Haufen Feilen. Ich glaube, das da, das wird's messen, oder? Mal schauen. Die ist jetzt im Ursprung ist die noch sauber zart. Mhm. Ich tue mir jetzt nicht Material kaufen und sage, ich möchte das Messer machen, sondern ich tue aus den Materialien, was ich habe, versuche ich ein Messer zu machen. Und da entstehen halt dann die verschiedensten Trimmer. Wenn wir noch weich machen, da passiert jetzt, da passiert so gar nichts. Mhm. Und weich machen heißt, was musst du da? Wir tun die in der Gas essen, dann wir die weich klären. Die muss ins Feuer. Die muss ins Feuer. Jetzt hat's die gerissen. Ein bisschen dauert's, bis die selber baut, die Essen auf Temperatur ist. Ich hab das jetzt gar nicht mit dem Temperaturmessen. Ich hab das jetzt mit den Pfeilen schon so oft gemacht. Das ist eine reine Routine. Ich schau rein, dann weiß ich, jetzt passt's von der Farbe her und dann lässt man das wieder abkühlen. Du kannst jetzt daheim, wenn du grillst oder ein Lagerfeuer hast und hast da eine richtig schöne Glut drin, dann kannst du so eine Feile reinlegen in die Glut und kannst das auch mit dem machen. Aber auf keinen Fall darf das ein Unkundiger tun. Das sagst du, das geht ruckzuck, das ist gleich vorbei da drin. Durchs Erhitzen ändert sich die Struktur im Metall und es wird weich. Wenn das Werkstück abgekühlt ist, kann es Martin Engel dann mit einer gewöhnlichen, harten Feile bearbeiten. Es gibt übrigens Feilen aus Gusseisen. Die wird's in der Glutshitze zerreißen. Deshalb sollte man diese Feuerprozedur nicht mit Grill- oder Lagerfeuerglut durchführen, wenn man ein unerfahrener Laie ist. So, ich lasse jetzt die Feile in der Gasessen drin. Die muss jetzt ganz langsam ankühlen, weil wenn die heraußen schnell ankühlen hat, dann darf der Stahl wieder zu hart werden. Also der muss jetzt da ganz langsam drin ankühlen. Und dann ist die Feile schön weich, damit wir mir die bearbeiten können. Hunderte Messer hat er schon gemacht. Nicht nur aus Feilen, samt Griff und Lederscheiden. Aber wie kommt man dazu, dass man Messer macht? Das ist ja nicht dein Beruf, du bist ein Koch, glaube ich. Hab ich gelernt, ja. Ich bin als Bub mit dem Taschenmesser im Hosensack groß geworden. Ein männlicher Urinstinkt. So ein Taschenmesser. Was hast du heute noch? Das hab ich heute noch. Ich habe ein Messer dabei. Gerade bei der Lederhosen gehört das natürlich dazu. Da, was Kleines. Das ist ein Miniaturmesser. Für was braucht man die?
Von mir ist es eigentlich eine Resteverwertung. Ich nehme das her, wenn ich große Damastmesser habe und habe so Restal, dann mache ich so kleine draus. Aber meistens haben die Leute dann immer die selber die besten Ideen. Aber jetzt hat mir einer eins angekauft und gesagt, das tut er ins Tablettendoserleit zum Tablettenhalbieren oder zum Parmesanabstecher. Hat schon mal einer mitgenommen, hat er gesagt, da haben sie ideal. Da kann man die Schwarten einschneiden damit, oder? Das können wir machen. Wenn mich nächstes Mal jemand fragt, für was man so ein kleines Messer braucht, dann sage ich, mit dem kann man die Schwarten vom Schwein einschneiden. Die ist weich, he? Super aus. Der Fisch schneiden. Da schau her, wie das geht. Und? Schneid's? Mhm. Das ist natürlich jetzt ein Vorteil, weil du das gleich drin lassen kannst. Und mit einem großen Messer rennst du immer an der Kanten vom Reinlang. Mhm. Aber da rennst du schon mit dem Schneider mit Halm. Da haben schon, gell? Da machst du gleich Schort rein. Aber das müssen meine Messer aushalten, Paul. Und wenn es ist, dann schleift man es neu. Zum Fleisch kommen jetzt noch der geschnittene Zwiebel und das Wurzelgemüse in die Reihen. Und die Schwarten soll im Ofen jetzt schön knusprig werden. Im Holzofen soll das ja besonders gut gelingen. Ich bin gespannt. Martin Engel macht übrigens nicht nur Messer, sondern arbeitet auch mit geschmeidigerem Material als Eisen. Ja, aber die Hauptsache ist bei dir das Leder, glaube ich. Gell? Was ist denn das da, Kindergartentasche oder was? Der Harley-Fahrer näht auch Motorradtaschen. Und was muss da tun? Wie geht es jetzt da rein noch? Das Leder wird ausgeschnitten. Und dann mit Kanten bearbeiten, mit einem Nahtversenker rundum fahren und in der versenken. Der Versenkung wird dann drin genäht, damit der Faden geschützt ist, dass es nicht anwitzen kann. Wir tun ins Leder ein wenig eine Punzierung reinmachen, also ein individuelles Muster, das wo sich derjenige wünscht, der die Taschen haben möchte. Mit so verschiedenen Punziereisen. Wir tun das Ganze dann einfärben, das Leder, so wie er sich wünscht. Sag ich mal, das Leder hat eine Naturfarbe und ich färbe das so ein, wie es gerade in Auftrag gegeben worden ist, und dann werden wir das per Hand zusammen. Mit zwei Nadeln und einem Foam. Das habe ich mir selber beigebracht. Ganz viel probiert und am Anfang ganz viel versaut, bis es so ist. Ja, der Martin Engel ist vielseitig. Ja, ein Spitzer da werden. Aber jetzt möchte ich wirklich wissen, wie aus der Feile ein Messer werden soll. Also, was brauchst du jetzt als Werkzeug zum Kürzen machen? Das schneide ich jetzt gut mit der Flex ab. Flex? Die Form schneidet Martin Engel mit dem Winkelschleifer aus der Feile heraus. Aber die so entstandene Klinge ist danach noch recht stark. So, die Klingenform kannst du jetzt schon erkennen. Einen groben Ding haben wir, aber wir haben jetzt halt da noch unsere Feile. Und wir tun jetzt das alles anschleifen. Das macht man alles jetzt mit der Hand. Jetzt tun wir es erst einmal abfeilen, dann übel feiner werden. Erst mit der groben, feiner und am Schluss mit dem Schleifpapier. Ich habe mich auch zur Feilarbeit einspannen lassen und gemerkt, dass die wirklich anstrengend ist. Da braucht man Ausdauer. Aber ich schaue immer jetzt da, wie da ist der Stempel noch herin von der Feile. Das möchte ich herinlassen, dass man das dann am Schluss noch sieht. Und wie lange braucht es jetzt da, bis es fertig ist? Wenn es jetzt bis du es jetzt anfeilst und schleifst und dann aufpolierst, dann Ding ist ich mit einem Tag bist du dabei. Bei der Arbeit haben wir jetzt fast vergessen, dass das Schweinerne auch eine weitere Behandlung braucht. Da ist eh Krusten schon gut. Ja, schaut und schon Aufgang gut ist auch. Aufgang ist auch, da tun wir jetzt ein wenig Bier drauf. Ja. Ja. Also ich mag es halt so, wenn es ein wenig nach Bier schmeckt. Das ist eine Geschmackssache. Bierbradl. Wenn man noch Kartoffeln dazu legt, würde es ein Erdäpfel-Bierbradl werden. Das Messer schneit. Einen Krautsalat soll es zum Wammerl geben. Und sieht, dass der Martin ein Gelernter ist. Was ist das für ein Messer? Das Messer ist jetzt aus einem Carbonstahl gemacht, hat einen hohen Kohlenstoffanteil. Ist nicht rostfrei. Meine selber gemachten Messer haben alle geschmiert. Die muss man nachher nehmen, füllen. Da haben wir uns ein wenig einen Speck in der Pfanne, dann haben wir ein wenig einen Speck rein. Mit Öl,
Kümmel, Salz, Pfeffer. Und ein bisschen durchziehen. Und ein wenig durchziehen lassen. Den rohen Krautsalat dann mal kneten. Man könnte das Kraut auch stampfen. Das Bratl bzw. die Krusten erhält jetzt noch eine Spezialbehandlung. Ich tue jetzt noch ein bisschen Salz auf, weil das zückt dann noch mal ein wenig Feuchten aus dem Krustball aus und dann wird es schön knusprig. So, wir messen da jetzt an. Deswegen sage ich, darf man keine Zeit verlieren. Das Messer soll auch fertig werden. Der Griff fehlt noch. Das habe ich mir jetzt gerade ein wenig aufgepickt, dass ich beim Bohren, dass mir das Holz nicht verrutscht, dass ich mit den Bohrlöchern sauber hinkomme. Das tue ich mir jetzt da her. Ganz schade, dass ich das aber gerade durchbohre. Die Klinge, die jetzt den Griff bekommt, wurde übrigens wieder gehärtet, also erhitzt und schnell abgekühlt. Dann richtet man das zweite, das Gängstückel, kommt rauf. Dann hauen wir die Nieten rein. Die drei Nieten halten die Backen fest zusammen. Und dann ist es eigentlich das Gleiche, dass man den Griff mit der Raspe, mit der Fei rundschleift und dann immer wieder in die Hände nimmt und schaut, dass man es für seine eigene Hände passend macht. Ja, schön langsam wird es. Für Griffe nimmt Martin Engel auch Hirschhorn oder Knochen oder Holz von Walnuss und Eiche oder Palisander. Ja, bis ein Messer bis zum letzten Schliff in Handarbeit fertiggestellt ist, das dauert. Die Messer aus Feilen wirken schlicht. Doch Martin Engel kann auch Damaszener Messer schmieden, deren Klingen zahlreiche Lagen aufweisen. Schau her, ein scharfes. Man sieht die unterschiedlichen Lagen. Um die Klingen dieser Messer durch mehrmaliges Falten und Ineinanderschmieden verschiedener Stähle herzustellen, muss er in die Werkstatt eines Freundes gehen. Und wie und wo verkauft er? Ich geh vorher auf Märkte, auf Kirwan oder Weihnachtsmärkte. Mir gefällt das, wenn man mit den Leuten persönlich reden kann, wenn man sagen kann, schau her, das Messer ist aus dem gemacht, das ist das Holz. Also einen Online-Shop hast du nicht? Nein, gar nicht. Magst du nicht? Nein, weil, wie gesagt, mir gefällt das, wenn man mit den Leuten einen persönlichen Kontakt hat und wenn man mit den schmerzen kann. So, jetzt bin ich gespannt. Ja. Also ich, für mich ist das schon fertig einfach. Ja, fertig. Jetzt kann sich das Kochmesser an der Krusten bewähren. Schau mal, ob du durchkommst durch Krusten. Stehen wir es auf den Ufer her. Erst das. Einen perfekten Schweinsbraten zusammenzubringen und ein gescheites Messer zu machen, das zu können, ist für Martin Engel nichts Besonderes. Aber es ist was Besonderes, denn so ein Schweiners gibt es in keinem Wirtshaus mehr und seine Messer in keinem Geschäft. Ja, das ist weich, wunderbar. Schau, das ist so. Ja, es sind alles ganz einfache Sachen, die man braucht. Gell? Schneidet das Messer und ein gutes Fleisch. Das Gescheites zum Essen, ab und zu ein Bier und ein schneidet das Messer. Also ein Schneid braucht man schon, gell? Wie im Wandel. Genau. Ja, so ist's. Gut.